Heute geht's wieder auf Wandertour durch unsere kleine Stadt. Oh, kommt doch einfach einmal mit. Mal sehen, was man hier so zu bieten hat. Klingt ja spitzenmäßig. Milchkammer, Kannen, Musik in Eis, es Dur. Kommt, steigt ein! Ihr wollt doch sowieso zu uns! Hurra! Hurra! Hey, das fetzt! Klaus, nun mach doch schon! Du, Wuschel, wie ich dich kenne, hast du schon ganz tollen Fitzfädel-Eis-Appetit. Ja, ist es draußen super heiß, hilft nur ein lecker Speiseeis. Das ist die lange Straße von Öderort. Da waren früher links und rechts sehr viele Geschäfte. Bestimmt ein großes und buntes Fitzfädel-Nadelzwirnsgeschäft. Städte verändern sich. Manches ist auch geblieben. Ja, wie das legendäre Eiscafé Börner. Hurra! Klaus, schwing die Fäden. Wir müssen abladen. Die Kannen mit der Schoko- und Vanillimilli kommen bestimmt in den Laden. Ich helfe da gleich mal mit. Achtung! Bevor ich dann ein Kütchen esse, bewege ich erst den Milchexpress. Danke für die Milchlieferung. Ihr zwei bekommt gleich ein Eis. Warte ab, meine Allerbeste, wenn ich gleich die Sorten teste. Was fitzfädelt ihr denn ein in die Eismaschine? Traditionell, wie es früher halt so gelernt wurde. Ohne Chemie, ohne künstliche Zusätze, normale frische Rohstoffe. Die Hauptzutaten sind frische Milch, Butter, Zucker, Eier. Das kommt alles in den Pasteurisierer, wird erhitzt auf über 85 Grad und wieder abgekühlt. Und nach dem Abkühlen ist es eigentlich fertig und kann in der Eismaschine abgefroren werden. Und wie viel Eis wird das? Das wären ungefähr 60 Liter, das sind einige Portionen. Seit wann gefriert man denn hier in diesem Haus leckeres Eis? Mein Großvater hat 1947 angefangen, Eis herzustellen, damals noch in selbstgebauten Eismaschinen. Und das wurde mit Sohle und Trockeneis gefroren. Lecker. Mein größter Wille, Schoko und Vanille. Wie viele Eissorten gibt es denn bei euch? Bei uns werden 4 Sorten täglich hergestellt. Und man kann das dann alles variieren mit Früchten, mit Schokolade, mit Nüssen. Jeder, wie es möchte. Wir bleiben bei den gleichen Sorten. Das hat sich über die Zeit bewährt, weil die klassischen Sorten sind Schoko, Vanille, Erdbeer. Und es kommen extra Kunden halt extra wegen dem Eis her. Und das passt auch zu den meisten Eisbechern. Oh, lecker! Ist die Kunst der Eisherstellung eigentlich schwer? Du musst ein bisschen Fachwissen haben und Berufserfahrung und dann ist es gar nicht so schwer. Ich bin Konditor und jetzt mittlerweile Meister. Oh, Eis, bombastisch für uns. Oh. Dankeschön, Dankeschön. Oh, war lecker. Schau mal, Wuschel. Katja ist nicht nur eine perfekte Eiskönigin, auch ihre Torten sind höchst königlich. Das sind ja alles wolltolle Torten, so kunterbunt wie ich. Oh la la, mein liebes Spinnrädel, die haben bestimmt alle einen schönen Namen. Diese hier nenne ich einfach Katjas Beste. Oh. Hier, diese Torte nennen wir einfach Wuscheltorte. Einverstanden? Na klar. Oh. Guck mal, da bist du ja drauf. Herrlich. Ich bin ja auch ein solch schön bunter Kerl. Da schleckere ich dann mal an meinen Haaren. Natürlich bekommt die Schöpferin dieser vielen schönen süßen Dinge ein Freundschaftsbändchen von mir. Vielen Dank, da freue ich mich sehr. Oh, bitteschön.
Ich habe auch ein Freundschaftsbällchen für dich aus Marzipan. Oh. Das kannst du essen. Oh, süß. Fitzfädel, obercool. Dankeschön, dankeschön. Vielen lieben Dank für euren Besuch. Das war eine süße Begegnung, liebe Katja. Und du hast jetzt sogar eine eigene Torte. Klaus, pack die Torte ein. Bernd fährt uns jetzt zurück ins Museum. War spannend heute in unserer Stadt. Hier entdecken wir noch mehr. Was wir heute erleben konnten, ja, dies freute uns ganz sehr. Bis bald!